Hallo und schön, dass ihr das Video angeklickt habt. Wir schauen uns heute einen Tamiya an, und zwar einen Tamiya TT02. Wir machen ein Unboxing, wir schauen uns ein bisschen was vom Bau an, schauen uns die Vor- und Nachteile an, machen einen Speedrun und schauen, wie das Ding draußen so performt. Ich bin ja jetzt nicht der ultimative Tamiya-Freund, habe auch seit 3 Jahren keinen mehr gehabt, aber wenn das Teil mal unter 85 Euro kostet, dann müsste man eigentlich zuschlagen. Tamiya-typisch kommt das Teil mit einem unlackierten Polycarbonat-Body. Der ist auch der Hauptgrund, warum ich so lange keine mehr gekauft habe, weil mir dieses Herumgepinsle und Gespraye und Geschnipsle und die Aufkleberei einfach massiv auf die Nerven gegangen ist. Der Regler ist ein 70 Ampere Brushed-Regler. Nicht schlecht. Für LiPos, Nickel-Metall-Hybrid-Akkus, mit und ohne Reverse, mit Drag-Brake, ohne Drag-Brake. Stellt wir das alles über die Jumper. Hier liegt ein Adapter auf einen DIN, also einen T-Stecker bei, auch neu für mich. Jetzt kommen einfach ein Haufen Teile. Wir sehen den Chassisboden, schöne Felgen, nahezu alles Plastik. Aber es ist halt ein Tamiya und es ist eine billige TT02 Serie. Es werden echte Slick-Reifen beigelegt, natürlich ohne Schaumeinlage. Die Spoilerhalterung, die wir später sehen wird, nicht verschraubt wird, sondern einfach nur mit Bodyclips befestigt wird. Schaumstoffbumper, der das Gröbste abfangen soll. Kunststoff-Servo-Saver ist auch dabei. Alle Zahnräder inklusive TIF sind natürlich aus Kunststoff. Kleinteile wie Schrauben, Bodyclips, Kunststoff- und Metallgleitlager, die wir natürlich nicht verwenden werden. Wir verwenden echte Kugellager dafür. Der Motor ist Tamiyas Standard Torch-Tuned Motor, glaube ich 18T. Damit soll das Teil um die 24-25 km/h gehen. Das ist zu langsam, damit fährt nicht mal mehr mein Sohn. Darum kommt ein anderer Motor hinein. Eine Antennenstäbchen und natürlich die Anleitung, die Lackier- und Stickerbeklebungsanleitung und der Wahnsinn von fast 100 Stickern. Wir verbauen zusätzlich das TT02 Upgrade Kit mit Allshocks, mit einem Sport-Tuned Zahnrad, das anstatt 70 nur 68 Ritzel hat, einem 25 Zahn Ritzel, einem kompletten Kugellagersatz. Verbaut wird dieser Motor, das ist ein 550er 12T Brushed Motor aus dem schönen China. Aufbau ist recht einfach und eigentlich kann das jedes Kind ab 10 machen in Begleitung, wenn er ein bisschen Modellbau oder Legobau Erfahrung hat. Startet mit dem Hauptzahnrad, danach vorderes Differential und Antriebswelle, Front Shock Tower, hinteres Differential, hinterer Shock Tower, Motoreinbau. Wenn ihr nicht den Standardmotor verwendet, müsst ihr aufpassen, ob die Motorwelle passt. In meinem Fall war sie zu lang und musste gekürzt werden. Aber das Getriebe, Housings und der unteren Querlenker, obere Querlenker vorne und hinten, das Mounting mit Ölschocks und zum Schluss auch mit Reifen. Seht ihr, wie viel Spiel die einzelnen Komponenten auf der Vorderachse haben? Das habe ich dann durch den Einsatz von O-Ringen gelöst. Draußen macht der TT02 einen recht netten Eindruck. Er hat sogar ein bisschen Driftpotenzial. Das Handling ist soweit in Ordnung. Nach der Korrektur mit den O-Ringen fällt er auch einigermaßen stabil. Der Lenkeinschlag ist sehr gering, aber es soll ja auch ein Sportwagen sein.
Mit diesem Setup schaffen wir einen Topspeed von 38 km/h. Das ist ganz okay für einen Brushed Motor und auf jeden Fall viel besser als mit der Stock-Konfiguration. So, und hier steht er nun, fertig, inklusive Sticker. Es sind nicht alle Sticker angebracht, weil ich einfach keine Nerven mehr dafür hatte. Aber aus der Entfernung schaut er gar nicht so schlecht aus. Mein Fazit: Wer gerne baut und einige Teile wie Servo, Funkanlage oder stärkere Motoren zu Hause hat, ist hier gut aufgehoben. Dieses Setup neu gekauft kostet rund 170 bis 190 Euro und dafür bekomme ich eindeutig viel mehr Fahrspaß und viel weniger Geld bei anderen Herstellern, vor allem wenn ich in China einkaufe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Like. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann drückt auf den Subscribe-Button. Es würde mich freuen.